Und da sind wir wieder. Willkommen zurück, liebe Freunde, im Karrieremodus mit Man United. Und wir sehen es, der FC Granada also soll jetzt unser Gegner sein im nächsten Testspiel. Wir können uns dann noch ein bisschen umstellen. Wir werden jetzt noch ein wenig wechseln von dem Spiel, bevor wir dann wieder Richtung Wunschspielergeschichten gehen. Wir werden Vidic jetzt mal gesehen, war da natürlich nur dabei als Neuzugang. Ich werde mir heute Phil Jones nochmal ganz genau angucken. Ebenso wie Kagawa. Nochmal genau unter die Lupe zu nehmen. Auch Lindegaard kann man ja mal, ich meine, der kriegt ja als Angebote. Man kann ihn sich ja mal angucken. Und ich denke, für Robin van Persie muss heute Wayne Rooney mal ran, damit man sehen kann, macht es Sinn, diesen Spieler zu halten oder eben nicht. Nani haben wir gesehen, wunderbarer Typ, den können wir so behalten. Januszaj wollte ich mir gerne mal angucken, deswegen spielt Kagawa heute auf den ZOM-Positionen. Man könnte ihn als Mata-Ersatz nehmen, muss man sich angucken eben. Ja, dann haben wir hier noch Evans. Das sind eigentlich nur Spieler, mit denen wir nicht mehr planen, die hier unten sind. Und deswegen werden wir die auch nicht mitnehmen. Ist einfach so. Das gucken wir jetzt mal an. Also, wir gegen Granada. Granada im Old Trafford. Das heißt, eine weitere spanische Mannschaft. Ist ja witzig eigentlich, ne? Wenn du mit Manu spielst, dann kriegst du so Gurkengegner, was ja auch gut ist im Testspiel. Aber wenn du mit Eintracht Frankfurt ein Let's Play machen würdest, dann kannst du gegen Manu spielen. Ist immer wieder herrlich. Okay, also wir sehen das Lindegaard und dann Rafael Varane, Jones, Evra. Elba und Fellaini machen momentan noch das Doppel-6-Duo, Bakali und Januszaj auf den Flügeln, dafür Kagawa und Wayne Rooney vorne drinne. So, Granada in Weiß, wir in schön Blau, finde ich persönlich echt total geil und danach geht's los. Dann kommt schon der erste, der Shield Cup, das Shield Cup Final gegen Wigan, bin ich der Meinung war's. Und dann geht's los, Premier League in der letzten Karrieresaison mit FIFA 14, ich nehme es zumindest einfach mal an. Hoppala, das war jetzt hier ganz schön hin und her. Ich bin stark gespannt. Ich freue mich richtig hier auf die neue Saison und ich bin echt gespannt, was ihr noch so an Spielen rausgabt. Ich habe heute schon wieder so zwei, drei Sachen gelesen, die mich auch wahnsinnig interessieren würden. Aber es muss aber alles finanziell machbar sein. Das ist eben das zweite Problem daran. Sehr schön abgelaufen von Evra. Auch wenn ich, wie gesagt, Patrice Evra eigentlich eher nicht mehr im Kader sehe. Er soll seine Chancen bekommen. Vielleicht behalten wir ihn als zweiten Mann. Bakari, sehr schön vorbei. Da ist Shinji Kagawa. Schade. Ich dachte, da kommt da Fatau rein. Es lag nicht an Kagawa, jetzt muss man mal klar sagen. Dass er sich da ein bisschen festgefummelt hat. So, wunderbar. Dazwischen von Elba. Und die Grete kommt zu spät. Och, es gibt auch noch Foul, schade. Oh, er kriegt doch gelb. Also Elba ist gleich im Spiel. Der junge Mann, der gefällt mir sehr gut. Der wird auf jeden Fall öfter zum Einsatz kommen, der macht das gut. Und jetzt werden sich wahrscheinlich die einen oder anderen denken, damit kann man die Premier League gewinnen. Das werden wir dann eben sehen, ob wir mit den Spielern die Premier League gewinnen können. Fakt ist, wir werden hier einen Umbruch Oval machen. Das war ein ganz schlimmer Fehler von Elba. Lindgaard, also. Oder Lindgaard, oder wie er immer heißen möge. Ich sage immer Lindgaard, weil die oftmals bei den Skandinaviern ja so ist, dass da Buchstaben verschluckt werden. Ma? Januszaj. So, Evra. Ja, hat keine Anspielstation, muss einfach Elba sehen. Evra läuft jetzt durch da oben. Aber das ist ein schöner Pass von Elba. Rooney, der setzt sich durch. Roberto im Tor ist da. Den muss er eigentlich. Oh, bei Rafael verstolpert. Den muss man eigentlich machen, also Wayne Rooney. Muss ich jetzt einfach mal so anmerken. Robin van Persie hat aber auch den einen oder anderen liegen lassen, muss man fairerweise zugeben. Also, da haben wir noch viel, viel. Interessante Sachen zu bewältigen. So. Elba wieder, der muss aufpassen, der hat ja schon die Karte. Bakari, schade, hat er gut gedacht, aber da ist er halt noch nicht erfahren genug für. Den muss er nicht zwingend dahin spielen. So, Wayne Rooney. Oh, wei, fehlt was. Da oben war Januszaj überhaupt noch nicht in der Lage, dahin zu gehen. So. Also im Moment ist es auch so, dass Granada deutlich mehr den Ball hat. Oh, das war knapp mit Elba, mein lieber Mann. Und wir so ein bisschen keinen Zugriff haben, weil die jungen Spieler auch nicht alle an den Ball kommen. Rooney, Bakari erobert den Ball. Bakari, Roberto, Kagawa. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Eieieiei. Was eine Chancentod. Bakari, den muss er natürlich machen. Aber Kagawa danach, den Nachschuss, den kann man dann auch mal reinmachen. Weil ich da immer wieder interessant finde, was die sich. Also die Schiedsrichter in FIFA 15, die müssen definitiv anders gepolt sein. Das geht so gar nicht. Januszaj hat ein bisschen Glück jetzt hier, hat sich aber durchgesetzt auf Evra. Evra, das macht er sehr gut, schade für ihn. Ja, hat aber den Ball noch behauptet. Jetzt hat er leider den falschen Moment zum Passen benutzt.
Fellaini, er gewinnt den Ball, Kagawa schießt einfach mal eine große Parade wieder, Roberto, also Roberto wird nicht langweilig sein, sondern mit seinem wundervollen rosanen Trikot. Und der Eckball kommt von Elber, weil Fabregas sage ich schon, weil er hat einen Tor nach Fellaini, weil der Stammelfmeter, Gott, weil der Stammeckballtreter nicht im Kader ist und da macht er Fellaini. Oh, was ein Torfehler diesmal. Alter, der hat er so gut und der kommt an 5 und den muss er haben. Und dann steht da die Locke Fellaini und trifft mit seiner Mähne den Ball. Sowas von gut. 1-0, Manu. Ob verdient oder nicht, lass es mal dahingestellt. Das war, glaube ich, so der zweite strukturierte Angriff, den wir bisher nach vorne gespielt haben. Und da geht es auch nicht drum. Ich nutze jetzt gerade die Gelegenheit mal, auch wenn das wahrscheinlich dann beim Spiel nicht gut tun wird, euch zu fragen, was haltet ihr eigentlich von diesem FIFA 14 Weltmeisterschaftsgeballer da? Also ich mag das Spiel persönlich nicht. Für mich ist das absolute reine Geldmache noch mehr als normale FIFA. Und ich habe schon eine Xbox, aber ich werde es nicht let's playen und ich werde es auch nicht spielen. Ich werde es mir auch nicht kaufen, weil ich es nicht einsehe. Für ein WM-Spiel nochmal so viel Geld auszugeben, meiner Meinung nach komplett fehl am Platz, das Ganze. Und ihr macht halt Geld damit, das klappt ja alle 4 Jahre ganz gut oder alle 2 Jahre in dem Fall. Ich persönlich halte davon wenig. Sehr schöner Doppelpass mit Bakkali. Bakkali macht das wunderbar auf Januszaj. Januszaj muss jetzt aufpassen, sind 3 Mann da. Sieht er gut, Wayne Roberto. Gut von Januszaj und von Bakkali hier gemacht. Auch das von Kagawa war nicht die schlechteste Idee, den Ball zurückzulegen. Steil auf Bakkali. Oh, wir öffnen es aus, schade. Also nur mal einen guten Eindruck hier. Wenn die reinkommen, die sind quirlig und die sind heiß. Und gerade Bakkali, auf den setze ich ja ganz große Stücke. Den hatte ich, wie gesagt, in Wolfsburg, da konnte ich ihn ja durch unseren Dortmund-Wechsel nicht so lange betreuen, aber das ist ein richtig guter Junge. Elber. Ja, jetzt ist die Kasse offen. Januszaj, drin das Ding. Schönes Tor vom Jürgen von Youngster. Wunderbar. Das braucht nicht die Mega-Superstars immer nur zu haben. Also es braucht es nicht nur die jungen Leute zu haben, muss man auch mal klar sagen. Nein, sehr geil gemacht einfach. Januszaj hier, sehr, sehr schönes Tor. Und ja, die Jungs empfehlen sich, das kann man so sagen. Elmar macht gutes Spiel wie immer. Bakkali und Januszaj, das sind so 3 Hoffnungsträger hier. Das ist so ein bisschen das neue Gesicht von Manu. Und wie gesagt, wir werden den einen oder anderen einfach noch dazu kaufen. Das ist doch ganz klar. Wir haben jetzt in Varane, der übrigens noch geil am Ball war, wenn ich mich nicht täusche, nach 44 Minuten. Schon den ersten jungen potenziellen Superstar wieder im Kader. So muss Man United eigentlich im Sommer, wenn Moyes jetzt die Scherben von David Moyes übrig sind, muss er einkaufen. Wobei Ferguson eigentlich die Scherben hinterlassen hat. Egal, soll auch nicht unser Problem sein. Ich habe mit Man United auch genauso viel zu tun wie mit Borussia Dortmund in der Realität. Eigentlich nichts. Ich mag beide Vereine nicht sonderlich. Aber das stimmt mir nicht. Ja, ich bin da relativ bei FIFA neutral, spiele ich gerne solche Spiele. Kagawa, wunderbarer Pass auf Bakkali. Jetzt mach ihn aber, Junge. Jetzt knallt er in die Wolken vom Old Trafford. Und jetzt ist Halbzeit. Also Fellaini und Januszaj sind ja 2-0 zu gehen, wenn du so willst. Fellaini hat ja mehr oder weniger auch nicht gespielt in der letzten Saison. Und das lässt sich richtig gut an mit den jungen Spielern. So, jetzt würde ich aber Evra noch rausnehmen. Habe ich mir ja vorgenommen. Ich muss nochmal sehen, Evra. Da könnte natürlich der, wo haben wir ihn? Nani wollte ich. Oh nein, ich habe ihn gar nicht mit. Ich habe ja nur Vinic noch mit auf der Bank. Normalerweise ist der Jones noch interessant. Der spielt ja heute, ne? Habe ich ja ganz vergessen. Nee, dann lassen wir das so. Ashley Young gucke ich mir vielleicht nochmal an. Die anderen sind eigentlich soweit gesetzt, wobei ich. Naja, Gesetz ist immer relativ. Die anderen sind auf jeden Fall immer dabei. So, also spielen wir so weiter. Rechtsverteidiger hätte Phil Jones noch spielen können. Ich will aber Vidic eigentlich jetzt nicht bringen. Und ich gebe Evra seine Chance. Vielleicht kann er damit seinen Marktwert steigern. Gehen wird auf jeden Fall. Ja, nur zwei, sehr schön. Rooney fällt so ein bisschen. Ich will nicht sagen, er fällt ab. Aber er hat so ein bisschen Pech in seinen Aktionen. Elber wieder schön öffnet in die Gasse für Januszaj. Kurz gechippt. Gut, ich drehe am Rad hier. Die Jungs, die geben richtig Gas hier. Und zum ersten Mal kommen bei mir sowas wie Emotionen hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig gut von den Jungs. Und was soll ich noch sagen? Teilweise überragende Anlagen haben die Spieler alle, das wissen wir, die Jungen. Und jetzt wieder Rooney. Jetzt gehen die Gasse. Januszaj kann spielen. Jetzt kriegt er den Ball. Und Rooney verläuft sich. Naja. Aber da, Kagawa war dran. Kagawa. Also ich sag's ja, ich mag Rooney und Kagawa nicht sonderlich und ich muss ehrlich sagen, man merkt dann eben auch, dass ich kein Fan bin in dem, ja, wie soll ich das sagen? Man merkt's mir einfach an, denke ich, ne?
Ich bin dann mal gespannt, wenn dann Luke Shaw noch kommt. Hoppala. Und vielleicht würde ich die Skill Joe auch nochmal auf die Liste nehmen und werde da einen Tausch mit Shinji Kagawa anleiern. Denn Elber macht für mich einen guten Job als ja, Mitspielgestalter. Der wäre vielleicht einer, der könnte dann auch mal Juan Mata ersetzen. So gut von Evra eigentlich. Evra macht das gar nicht schlecht, keine Frage. Aber der Mann ist 31, ich bin auch. Ich kann einfach nicht mehr sehen. Ich bin einfach jemand, der dann auch irgendwann mal sagt, es ist mal gut mit Leuten. Und der Evra ist zum Beispiel einer, den kann ich persönlich nicht mehr sonderlich sehen. Und Fellaini macht das interessant hier. Er wird den Ball noch fünfmal ins Ausleeren, wenn der weiter so albern einwirft. Der Belgier ist hier kompromisslos und so muss das auch sein. Ja, jetzt hat er ihn gleich angeworfen, war besser. Und tatsächlich, das Geile ist, dass Kanada den Ball gespielt hat. Elber mit der Klasse-Grätsche. Kagawa. Das ist das nächste, was wir hier noch machen. Die Skilicho für Kagawa. Und jetzt ist Bakari mit seiner unglaublichen Spritzigkeit auf und davon. Uiuiui, abseits. Ah, hat Bakari zu spät gespielt, oder? Ah, ja, das sieht immer so verzerrt aus manchmal. Ich habe ja auch keine Kontaktlinsen heute drin, aber daran liegt es bestimmt nicht. Meine Fresse, das war natürlich schlecht von mir gemacht, keine Frage. Muss man einfach auch anders machen. So, da ist. Ist er das? Nein, das ist Phil Jones. Ich wollte gerade sagen, ist das Rafael Varane? Jetzt, ich zeige ihn euch. Das hier ist Rafael Varane. Seines Zeichens Neuzugang von Real Madrid für 22 Millionen Euro verpflichtet. Rafael Varane. Wer nicht gesehen hat, ich spiele extra nochmal an. Hier hinten, das ist Rafael Varane. Elba. Und da geht's gleich wieder nach vorne. Bakary, schade, da hat einer aufgepasst. Der Bakary ist mega heiß. Das ist ein richtig geiler Typ. Elba. Fellaini, sehr stark. Ich habe mir überlegt, ob ich mache die Version von Bayern. Aber dann, Fellaini, wenn man den spielen lässt, dann kann der was. Kagawa, gut gespielt. Janusai. Auch der brennt. Janusai. Alleine, der Pole. Gut eröffnen. Klasse, Kagawa hätte ihn machen können. Aber hier das Männlein in Rosa da hinten. Überragend, oder? Super gemacht. Klasse vom rosa Mann. Und jetzt will Piti kommt. Jetzt Piti, Piti Platsch, oder wer? So, Ekpal Elber, das hatten wir in Halbzeit 1 nochmal. Schauen wir mal, ist es passiert? Der kommt nicht so gut. Aber es kann dann jedes Mal passen. Kagawa spielt den Ball daraus. Evra. Sehr gut auf Janusai in den Raum gespielt. Gut von Janusai. Ah, schade. Konnte ich nicht mehr rechtzeitig zum Skillpunkt kommen. Jetzt ist der neue Mann Piti und Evra mit seiner ganzen Erfahrung. Die muss man ja auch haben. Schön von Bakary, Rooney. Rooney. Luft. Rooney. Schönes Tor. 3-0 Rooney. Sehr, sehr, sehr schön. Und meine Überlegungen werden weiter hin und her gehen in Sachen Wayne Rooney. Tausche ich ihn mit dem Mann ja oder nicht? Ich weiß es noch nicht. Weil ich ja auf der rechten Seite jetzt mit Bakary, jetzt merke ich natürlich auch, es wäre Blödsinn, dann würde ich Bakary nicht spielen lassen können. Da muss ich wirklich überlegen, ob ich diesen Tausch mache. Andererseits haben wir Adam Campbell auf der Rechnung und Bachasse, da habe ich ja eh keine Hoffnung. Ich denke nicht, dass Madrid den gehen lässt. Frühestens im Winter. Aber den brauchen wir auch nicht mehr. Aber so hätten wir Rooney, Van Persie und natürlich nicht zu vergessen Campbell, wenn er denn kommt. Achtung, in die Gasse! Achtung! Ja! Erster Angriff der Gäste und das war Pitti. Pitti Platsch. Und da hat Lindegaard, ja, hätte er überhaupt nichts mehr gesehen, muss man ehrlicherweise sagen. Phil Jones sehr gut auf Elber. Elber macht das schön direkt auf Rafael, der heute ein bisschen abgetaucht ist. Hat aber auch mit Bakary eine absolute Maschine da vorne, der jetzt erneut den Ball verliert. Das ist normal. Wenn man viel macht, dann wird immer auch viele Bälle. Das ist eben so. Aber alleine diesen Offensivrand, den muss er da hinten natürlich ausgleichen, der Rafael. Keine Frage. Achtung. Und da könnte man natürlich mit der Skilicho auf der anderen Seite spielen. Muss man sich mal ernsthaft durch den Kopf gehen lassen. Und dann, ob Kagawa dann vielleicht geopfert wird. So, apropos Kagawa. Hier hat er den Ball nochmal gehabt. Janusai schaltet blitzschnell. Sieht Kagawa. Kagawa. Sehr gut von Kagawa jetzt gemacht. Aber da hat aber ein Junge gut aufgepasst vom Verteidiger auch. Jetzt müssen wir aufpassen. Elber darf nicht grätschen. Deswegen ist gut, dass ich jetzt beim Fehler hin bin. Der kann sich den Ball. Hat den Ball vergessen. Evra rückt raus, muss aufpassen. Oh! Klasse verteidigt! Von Phil Jones, klasse verteidigt. Hat er gut gesehen, dass der da durchgeht und hat die Ruhe bewahrt. Sehr gut. Also jetzt auch mal eine gute Aktion. Oh, von Phil Jones, jetzt rücken Sie auf hier. Petit. Wollen Sie es doch nicht so geschlagen geben? Ja. Gut, dass Sie nicht schießen können. Sonst wäre es jetzt am Ende nochmal interessant geworden, muss ich zugeben. Sonst wäre. Was war das? Grün, Leute. Aber Varane, der wollte sich halt nochmal zeigen. Ich wollte eigentlich zu Jones spielen. Es ist die Nachspielzeit und man sollte das nicht übertreiben jetzt mit Fehlern.
Selbst wenn wir ein bisschen Ruhe ins Spiel. Und wenn das einer kann, dann Elber. Der macht das richtig gut im Moment. Sehr schön. Raphael. Ach, schade. Sonst hätte er sich auch nochmal durchsetzen können. Jetzt war Bakary einfach hinter ihm und dann verliert er das Dribbling. Ist eben so. Elber. Fellaini. Junge, lass mal rein. Macht da noch Fellaini. Scheißegal. In die Wolken. Gibt's Schlimmeres. So, 3-0, also Endstand gegen Granada. Ich sag's jetzt einfach mal so voraus. Also, Rooney, schönes Tor gemacht. Viel mal unnötig gewesen. Meine Erkenntnis des Tages ist, Kagawa werden wir anbieten bei AC Milan. Und gucken mal, Bakary, gute Note, oder? Hammerhart, ey. 9-3 und 8-7 für die jungen Flügel. Keine Frage, richtig gute Durchschnittsnoten übrigens sehe ich hier. Richtig, richtig gut. Gefällt mir. Sehr, sehr schöne Sache. Und jetzt gucken wir, jetzt wird's ernst, wie ich dann sage. Jetzt wird's ernst. Ernst ist 5? Nein, jetzt gucken wir, was geht. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz den Kalender aufmachen für alle, die sich dafür interessieren. Ihr seht das ja, ihr wisst es ja selber. Am kommenden Sonntag, im nächsten Partner, also Wigan Lübeck im Shield Final. Und dann eine Woche später, Julius Wasser, hier geht's los. Und ihr könnt hier bis zum Spiel gegen Crystal Palace können wir noch Transfers tätigen. Also keine Panik, wenn ich jetzt ein paar Parts rausbringe. Am Ende wird abgerechnet. Ja, ich muss jetzt schon mal ein bisschen vorspielen mit dem. Ist doch wohl klar, am Ende wird abgerechnet. Ich habe die Kommentare weiter im Auge. Daher bitte einfach weiter drunter schreiben, wenn ihr wen sehen wollt. Jetzt gehen wir nochmal zum Thema Transfers. Mit in die Wunschliste. So, da haben wir Juan Jesus. Da habe ich auch schon ein Angebot für abgegeben. Habe ich nämlich heimlich gemacht, um euch zu überraschen. Und hier haben wir ihn. Gucken wir mal. Kontakt zum Kauf. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ja, das kenne ich, das Problem. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollen da mal sehen, ob die vielleicht Interesse an Shinji Kagawa haben. Und wenn wir da noch so 5 Millionen drauflegen, wäre das eine ziemlich faire Summe, finde ich. Mal sehen. Mal sehen, was mal rauskommt. Pjanic ist ja auch kontaktiert. Ich bin echt mega heiß. Ich bin total gespannt, was jetzt passiert in den nächsten Minuten. Transferangebot für Janko. Ja, doch, jetzt kriegen wir die ganzen Gurken los. Aber gut, los ist los, ne? Saisonleihe für die ganzen Kinder. Weg ist weg. Spieler verliehen, da können wir uns alles von kaufen. Weg den Mann. So, Transferangebot für den hatten wir. Inakzeptable von Indrach und Jesus. Dem angebotenen Spieler interessiert noch, hätten wir die Hilfe. Sollten sie trotzdem. Also, Gott. Und was haben die Roma? Oh, die sind auch mit einem Spieler interessiert. Das ist hart. Aber Southampton, die wollen haben. Real Madrid lehnt ab. Ja, da haben wir also, okay, da haben wir keine Chance, auf Jesus Rodriguez zu kommen. Da müssen wir mit leben. Jetzt nehmen wir erstmal an der Pressekonferenz teil und loben unsere Vorbereitung, das ist wohl klar. Gut, dann werden wir jetzt schon mal Luke Shaw verpflichten. 30 wieder haben, ne? Richtig, Frechdachse. Na gut, soll er haben. 30 über 4 Jahre und da ist er wichtiger Stammspieler. Bei uns soll er Rotationsspieler sein, dafür kriegt er auch das doppelte Geld. Das ist einfach mal so. So, Luke Shaw, mit deinen 18 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Johnny Evans und 1 Million Euro Ablöse. So, bei Pjanic müssen wir vielleicht nochmal was anderes tun. Hoppala, nein, wollen wir nicht. Da gehen wir hin. Also Pjanic habe ich Kalk und 20 Millionen geboten. Das ist eigentlich schon ein richtiges Brett, finde ich, ne? Ist ja schon, also schon, mein lieber Mann. 34 Millionen finde ich zu hart. Was ist denn Kalk überhaupt nochmal wert? Gucken wir doch mal hier. Jones ist weg, Young Lindegaard, Wayne Rooney, Chris Smalling ist auch nichts wert, Cleverley ist nichts wert, ja, wert sind die dann auch nichts, die Gurken, die wir da haben, ne? Und Carrick, okay, oh, sorry, jetzt habe ich das Mikrofon getreten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir versuchen es einfach mal mit 27 Millionen, das ist dann, ich kann es dann ja doch verstehen, so ein bisschen zumindest. Da ist ein bisschen zicken, ich kann es verstehen. So, was haben wir hier, was hatte ich für bei Juan Jesus geboten? Chris Smalling und 2 Millionen. Das war ihnen also auch zu wenig. Ja, sie sollen sich nicht so ankacken hier. Gucken wir mal, was haben wir denn noch zu Smalling als Alternative im Angebot, was wir weggeben können. Und für Jones haben wir jetzt schon weg. Ja, da hört es natürlich auch auf, muss ich ehrlich sagen. Smalling ist 4 Millionen wert und tja. Wir probieren es mal aus. Mal sehen, ob er zu haben ist. Wenn es zu teuer wird, macht es halt auch keinen Sinn. Dann haben wir einfach Vidic und dann müssen wir damit leben. So, was haben wir hier? Transferangebot für Smalling. Okay, das ist interessant. Für 5 Millionen müssen wir eigentlich schon was verkaufen, auch wenn der Deal dann hinfällig ist. Aber wir haben dann Bargeld.
Und damit werde ich sagen, nehme das Ding auch an. Dann ist halt das Thema mit Juan Jesus erstmal durch. Jetzt kann er schön verhandeln. Nachricht von Spielern, Janus sei. Jawohl, ich weiß, dass du total heiß bist. So, jetzt haben wir noch zweimal Nachricht. Mina, danke für das Team. Das ist doch klasse. Das ist doch klasse. Warte, das hier. Alle für Adam Campbell haben sie auch alle. Das ist sehr schön. Okay, das heißt, Adam Campbell wird zu uns stoßen. Ja, da sind wir nicht so. Das ist ein Nachwuchsstürmer und zwar ist der richtig gut, meiner Meinung nach. Wird sporadischer Spieler werden, denke ich. Und ich denke, wir sollten da ein bisschen mehr Geld drauflegen, dass er dann auch mit seiner Rolle künftiger Stammspieler zufrieden ist. Der ist 18, der soll nicht so machen. Ich will die große Chance, ne? So, Milano, gibt es die Skillshow frei? Das ist sehr geil. Wichtiger Stammspieler, der soll er bei uns auch sein. Für das Geld auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob Shinji Kagawa dahin will. Das finde ich ja richtig, richtig geil. Das ist ja sehr, sehr geil. Ich habe aber richtig was rausgeholt hier. Und jetzt gibt es fünf neue Nachrichten. Transferwarnung abgebrochen. Ja, das ist ja unglaublich. Chris Smalling, der Sack, ey. Ein Spiel noch rein mit Hilfe, ja, das ist mir schon klar. Okay, und was ist hier? Na, also. Wenigstens die. Pjanic. Das ist doch geil. Essentieller Stammspieler. Pjanic. Vierjahresvertrag. Ich würde sagen, wir legen noch 10.000 drauf. Das ist ja wohl richtig geil. Jetzt ist der perfekte Partner. Wenn Witzel jetzt noch auf dem Zettel war, bei einigen von euch. Oder bei einem zumindest, habe ich gelesen. Den lassen wir mal schön drinne. Nachricht von Spieler, Trainer, Carrick, ja. Hat der getrunken oder was? Du haust ab? Denn der Typ, ey? Ja, also, das ist ja wohl richtig, richtig, richtig geil, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen. Und ich würde sagen, wir spielen das erste Finale der Saison, wir holen uns den ersten Titel nach Manchester, oder? In diesem Sinne, schaltet wieder ein bei YouTube, wenn es heißt Manu und das Eismännchen gegen den Rest der Welt. Ciao und dann rein.